Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stehen hier bei Pilote beim Atlas A603G. Ganz neues Modell auf Vortransit-Basis und das seht ihr wann? Nach dem Intro. Der Marcel, der hat sich mal reinbegeben in das Fahrzeug. Ihr seht hier schon die extrem hohe Stehhöhe. Das ist natürlich Teil des Transits. Der kommt mit einer super viel Möglichkeiten her. Ansonsten vorne. Fahrerhaus ist das bekannte Cockpit von Ford. Das ist ein Ford Transit natürlich, logischerweise. Wir haben hier ordentlich Möglichkeiten hier oben. Natürlich ist kein Staufach. Dafür habt ihr aber ordentlich Höhe und ihr könnt in dem Fahrerhaus sehr bequem sitzen. Auch hier im vorderen Bereich habt ihr eine riesen Fliegentür, also super gelöst. Sie auch, man kann jetzt halt sehen, an der rechten Seite, sie schließt auch schön ab. Also wunderbar gelöst. Besonderheit bei diesem Fahrzeug ist natürlich, es ist ein komplett neues Konzept, Raumkonzept. Und ihr habt unheimlich viele Staumöglichkeiten. Ich zeige euch gleich nochmal einige Staufächer, wo ihr überall die Möglichkeiten habt, Dinge unterzubringen. Aber wir fangen erstmal vorne mit dem Fahrzeug an. Ja, in diesem Fahrzeug habt ihr die Möglichkeiten natürlich auch gewohnt hier 12 Volt beziehungsweise natürlich Satellit und so weiter. Der Fernseher wird auf diese Seite auch dann montiert. Sicherlich schön große Staufächer. Die sind relativ tief. Hinten habt ihr Kunststoff. Das ist also sozusagen auch gut ausgekleidet, Softclose, die Dinette, ein Tisch, logischerweise mit Möglichkeiten hier rauszufahren und auch in den verschiedenen Möglichkeiten einzurasten. Der Marcel muss ein bisschen helfen. Also ihr seht hier, dass der immer mal wieder einrastet zwischendurch, das ist gut gelöst. Wir haben hier Teilleder, sehr hochwertig, das macht einen echt guten Eindruck. Gleiche vorne ist der Kühlschrank. Der geht zu dieser Seite nach vorne raus. Ihr habt dadurch schön die Möglichkeiten, wie eine Kühltruhe den zu beladen. Das ist eine super Sache. Hinten drin noch ein kleines Eisfach. Dann schauen wir uns den Küchenblock an. Ihr habt natürlich zwei Flammen zum Kochen. Dann ein großes Waschbecken zum Abwaschen. Sehr wichtig. Ich stelle mich jetzt einfach mal in das Bad rein. Da ist das etwas einfacher. Hier vorne Lichtschalter. Dort ist natürlich der Kühlschrank verbaut. Da kommt ihr natürlich nicht ran. Hier habt ihr einen schönen kleinen, wie so ein kleiner Apotheker mit Möglichkeiten, um auch Flaschen oder diverse andere Sachen dort unterzubringen. Mit der Leiter geht es ins Bett. Aber wir haben hier natürlich noch Staufächer. Drei Stück. Durch die Leiter kriege ich die hier natürlich jetzt nicht ganz auf. Aber in der Regel baut man ja die Leiter auch ab und dann kommt man da ganz gut ran. Das würde ich jetzt auch gleich nochmal machen, weil dahinter ist noch ein Staufach, das gucken wir uns gleich an. Aber vorher werden wir einmal noch ins Bad reinschwenken. Das Bad kommt hierher mit einer coolen Dusche, designtechnisch super gemacht, sieht sehr hochwertig aus. Dann haben wir natürlich eine Lamellentür hier, so habt ihr im Fahrzeug mehr Platz. Anstatt wenn die Tür halt ins Innere des Fahrzeuges aufgeht. Eine Banktoilette von Tedford und ein doch recht großes Waschbecken mit einer Kopffreiheit. Hier oben ist zwar ein Schrank, aber ich finde die Kopffreiheit ist da wirklich locker ausreichend. Hier oben könnt ihr natürlich Möglichkeiten habt ihr, um euer Zahnputzsachen und so weiter unterzubringen. So, Leiter habe ich einfach mal auf das Bett gelegt. Hier haben wir eine Klappe. Und da müssen wir natürlich mal gucken, was verbirgt sich denn dahinter. Ein großes Staufach und wenn ich das sehe, ist das die Gegenklappe hier hinten. Dort kommen wir in die andere Richtung, das heißt in den Ladeboden rein. Der Marcel macht das einfach mal auf. Genau. Also es ist prinzipiell wie eine Durchreiche hier. Ihr könnt also auch mal was transportieren logischerweise. Ja,
Spiegel hier zur rechten Seite noch, der ist mir gerade noch aufgefallen. Nochmal eben winken, genau. Zum Bad noch eine Besonderheit, wir können hier querlüften, das finde ich immer sehr gut, gerade bei so Nässe und so weiter in Nasszellen. Seitenfenster auf, Dachluke oben auf, da muss die Dachluke natürlich auch nicht riesig sein, die ist also ausreichend in der Größe. Dafür kannst du halt ordentlich schön querlüften. Das Bett hier hinten, das Maß müssen wir jetzt gleich nochmal einblenden, das habe ich nicht im Kopf. Aber wir haben hier natürlich die Möglichkeiten auch wieder zu den Seiten, Staufächer. Auch hier wieder schöne Metallscharniere. Hinten ist noch eine Ablage. Und auch zur linken Seite sind jede Menge Staufächer, sodass ihr eure Klamotten gut unterbekommt. Ja, Schalter. Und zur rechten Seite sind natürlich noch die Leuchten. Und die Leuchten haben scheinbar hier auch an den Seiten, dort sieht man gerade ein bisschen schlecht, müssen wir mal im Foto einblenden, haben natürlich USB. So, jetzt schauen wir uns natürlich noch hinten das Heck an. Wir haben hier zur rechten Seite nur die Möglichkeit, ich betone jetzt wirklich nur die Möglichkeit, 5 Kilo dort, Gasflasche dort reinzubringen. Aber da dieses Fahrzeug eine Dieselheizung, und zwar eine 4 Kombi 4D hat, der neuen Generation, haben wir hier nicht das Problem, dass wir hier so viel Gas brauchen. Wir kennen das selber aus unserem Fahrzeug. Wir kochen mit dem Gas nur. Und da hast du vielleicht eine 11 Kilo brauchst du in anderthalb Jahren ungefähr. Dann zur linken Seite haben wir hier noch die Elektronik. Wir haben hier zwei große AGM-Batterien, die Schaltzentrale hier drinne. Auch ist das relativ gut, hier ranzukommen. Eine Hochdruckwasserpumpe, das heißt, das System hat ein Hochdrucksystem. Auch zur linken Seite noch ein Ausgang für eine externe Dusche. Wenn ihr mit dem Hund unterwegs seid zum Beispiel, könnt ihr gut dort die Hunde abduschen von außen. Ihr seht diesen riesen Ladevolumen. Da habt ihr natürlich auch Möglichkeiten, gegebenenfalls mal Fahrräder reinzubringen und so weiter. Also das ist schon eine super Sache, ist ein gutes Konzept. Und zur rechten Seite natürlich noch der für die Markise eine Kurbel. Was sich hier unter verbirgt, wird bestimmt eine Steckdose sein, ganz genau, 230 Volt Steckdose, kriegt ihr also auch hier hinten. Oder halt für den Ehepartner hinten, falls er nicht hört. Ja genau, als Hundebox, ne? Ja, also coole Sache auf jeden Fall, viel Staumöglichkeiten. Was hier auch noch besonders ist, ihr habt ja den Transit hier und auf der linken Seite hinter diesem Vorhang sozusagen verbirgt sich ein Riesenfenster, das sehen wir auf der rechten Seite ganz gut. Da habt ihr so ein Riesenfenster da drinne. Klar, ihr könnt theoretisch aus dem Laderaum rausgucken, aber ihr könnt natürlich auch wunderbar aus dem Bett rausgucken. Dieses Fahrzeug hat natürlich die Originalfenster dort hinten. Das heißt, dass ihr auch eine Scheibenheizung hinten habt. Der Pilote A603G, ein richtig modernes, neues Fahrzeug. Klar, wenn man den Fiat, den Citroen, also den Ducato gewöhnt ist, dann sagt man, sieht er von außen, von der Form aus schon gewöhnungsbedürftig aus, ist halt was ganz anderes, wird ja immer mehr den Markt überrollen, diese Ford Transit. Da hoffen wir natürlich, dass der Motor auch robust ist. Ja, und was ist dein Fazit zu dem Fahrzeug? Ich finde das ein gutes, modernes Fahrzeug, mal ein ganz anderes Konzept. Und für Leute, die viel Stauraum brauchen im Heckbereich, ist das super geeignet. Macht einen hochwertigen Eindruck. Also ich habe keine negativen Sachen. Ich finde das Fahrzeug als gelungen. Ein grundsolides Fahrzeug. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns bestimmt schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.